Hallo ihr Lieben, ich wollte euch einmal zeigen, was ich in letzter Zeit gebastelt habe. Und zwar ist von meinem Lebensgefährte der Arbeitskollege Vater geworden. Und da habe ich einmal eine Karte als Body gebastelt und eine Explosionsbox, die zeige ich euch gleich. Hier vorne ist ein Bild hinter, deswegen habe ich das jetzt beklebt, dass man das nicht sieht, um das Kind zu schützen. Moment, mein Lebensgefährte muss mal kurz die Kamera halten. So, das ist jetzt eine Schüttelkarte. Ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich den Daumen drauf habe, aber die kann man halt hin und her wackeln. Und Moment, ich muss eben die zur Seite machen, damit man das Bild nicht sieht. So sieht es dann von innen aus. Da habe ich hier einmal wie eine Pampers soll das aussehen. Da habe ich die auch wieder gestempelt, ausgeschnitten und mit so einem Gel bearbeitet. Ich weiß jetzt den Namen nicht davon. Kann man natürlich auch irgendwas reinschreiben, ohne jetzt die Tiere oder was draufdrucken. So sieht dann die Karte aus. Moment. Eben das Gesicht wieder verdecken. Ja. So sieht es dann aus. Dann haben wir hier die Explosionsbox. Da habe ich das Gesicht hier vorne auch wieder verdeckt. So, ich drehe es mal einmal. Ist auch zweistöckig gemacht. Hier noch das Geburtsdatum. So sieht es aus. Machen wir mal von oben dann den Deckel auf. So sieht es dann aus. Hier ist so ein Stern, da ist auch ein Foto drin. Ist auch zum Schütteln. Die Sterne da drin ist auch alles aus Gold gehalten, deswegen habe ich auch alles in Gold auf der Box gehalten. Ich mache den jetzt mal kurz weg, damit man das Bild nicht sieht. So. Die habe ich dann auch hier alle wieder ausgeschnitten, mit dem Gel bearbeitet. Auch die kleinen Knöpfe hier. Hier habe ich noch Kärtchen drin mit einem Foto und wie schwer und die Größe und noch alles Mögliche. Kann ich jetzt nicht rausziehen, weil man sonst das Bild wieder sieht. Hier das Gleiche. Hier habe ich auch einen Umschlag, wo noch Fotos drin sind, ganz kleine. Hier haben wir auch wieder ein Kärtchen drin mit einem Foto. Ja, so sieht es dann aus. Noch den Deckel dabei. So. Und dann sind wir mal gespannt, was sie dazu sagen werden. Okay, bis dann. Tschüss.